Hallo Sportfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem MyDartPfeil-Kanal. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, heute geht es wieder um ein neues Produkt und zwar um eine Dartboard-Beleuchtung von Winmau, das sogenannte Plasma-Dartboard-Licht. Damit wollen wir euch einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel euer Dartboard zu beleuchten. Wir gehen jetzt nicht nur auf diese Beleuchtung ein, aber das Video wird sich größtenteils um dieses Produkt hier drehen. Deswegen, wir packen das gleich mal aus, dann zeige ich euch, wie man das ganze Ding aufbaut und dann schauen wir auch am Ende, wie hoch die Qualität des Lichts ist. Deswegen bleibt jetzt dran. So, jetzt packen wir erstmal das gute Stück aus und dann schauen wir mal, was hier alles so in dem Lieferumfang enthalten ist. So, machen das hier an der Seite hoch. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Okay. Muss man ein bisschen aufpassen. So. Genau, hier ist noch irgendein Flyer drin, der interessiert uns jetzt erstmal nicht. Oder ist das, das ist sogar die Anleitung, genau. Anleitung ist enthalten. Dann habt ihr hier natürlich diesen Rahmen enthalten, in dem sich die LED-Lichter befinden. Die werden letztendlich am Ende euer Dartboard anleuchten. Und jetzt nehmen wir das hier nochmal raus. So, genau. Und hier steht sozusagen das Ding drin. Also wenn ich das hier mal umdrehe, das sieht man jetzt vielleicht besser. Da könnt ihr erkennen, dass hier sozusagen so ganz viele kleine LED-Leuchten drin befestigt sind. Und die werden dann am Ende euer Dartboard anleuchten. So, das stelle ich jetzt erstmal weg. Jetzt schauen wir uns hier erstmal mal an, was hier drin ist. Also einmal klar, hier Ladegerät bzw. Adapter für die Netzdose. Hier ist auch noch was. So, hier sind diverse Stromstecker, die ihr benutzen könnt für die richtige Steckdose logischerweise. Also wenn ihr jetzt auch mal irgendwie in England unterwegs sein solltet oder in Amerika, da gibt es zum Beispiel diese Version, beziehungsweise der wird meistens in England verwendet. Und dann gibt es natürlich aber hier für Zentraleuropa, gibt es natürlich hier den klassischen Stecker. Den werden wir später gebrauchen, deswegen packe ich das hier gerade nochmal ein. Wir wollen uns ja erstmal angucken, wie wir das ganze Stück gleich zusammenbauen. Und jetzt ist natürlich noch ganz interessant, was hier drin ist. Hier ist gar nichts drin. Das heißt, es sind eigentlich gar nicht so viele Teile, die jetzt da enthalten sind in diesem Paket. Und jetzt gucken wir uns hier nämlich mal kurz die Anleitung an. Die sieht so aus. Und da könnt ihr jetzt sehen, welche Teile sozusagen jetzt hier im Lieferumfang enthalten sind. Was man auch für Tools braucht, jetzt sehe ich schon, man bräuchte einen Akkuschrauber, man braucht einen Schraubenzieher, man braucht einen Bleistift. Wir haben jetzt zwar keinen Akkuschrauber hier, aber ich denke mal, das kriegen wir auch ohnehin. So, jetzt habe ich mich nochmal kurz mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht. Also das Ganze läuft so ab. Wir haben hier eine schöne Ansammlung an Schrauben, Dübeln und diversen Werkzeugen. Dann haben wir hier so drei Halter. Das sind letztendlich die Halter, die am Ende den Leuchtring an der Wand halten werden. Also wir werden sozusagen hier an der Seite vom Leuchtring, gibt es verschiedene, genau hier gibt es die Löcher sozusagen. Da werden die dann hier so befestigt. Und dann kommt es sozusagen so in die Wand rein und direkt vors Board sozusagen. Und dann wird dieses Board super schön beleuchtet. Deswegen, das bauen wir jetzt erstmal auf, deswegen bleibt dran. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier das Ding schon fertig zusammengeschraubt. Also ihr könnt jetzt sehen, dass sozusagen, also erstens mal könnt ihr die LED-Lichter nochmal sehen. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, diese Halter befestigt. Einfach mit einer Schraube, die dabei war und einer Mutter. Dazwischen kommt noch so ein Unterlegscheibchen. Und ja, jetzt haben wir schon mal das Surround entfernt. Also das Surround wird am Ende auf jeden Fall auch drauf passen. Jetzt müssen wir allerdings natürlich erstmal das Licht anbringen an der Wand. In der Beschreibung steht jetzt drin, man sollte auf jeden Fall Dübel benutzen, um darin dann sozusagen die Schrauben reinzudrehen. Bei uns ist jetzt allerdings so bei der Wand, die Wand ist relativ dünn, sage ich mal. Deswegen, wir greifen jetzt einfach nur auf einfache Schrauben zurück und so haben wir das bei unserem Dartboard auch gemacht. Aber wenn ihr euch natürlich sicher sein wollt, dann empfehlen wir euch da die Dübel. Die werden wie gesagt auch mitgeliefert. Bloß den Bohrer, den müsst ihr natürlich selber zu Hause haben. Und genau, jetzt werde ich das ganze Ding an die Wand schrauben mit dem Lukas zusammen. Und dann werden wir euch das gleich zeigen. So, jetzt sind wir durch.
Jetzt haben wir es geschafft und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, ob es funktioniert. Und dann gehe ich direkt gleich mal auf die Vorteile dieser super Dartboard-Beleuchtung ein. 3, 2, 1, Trommelwirbel. Boom. Wow. Wow. Also, wie ihr schon erkennen könnt, ich habe hier schon mal 3 Pfeile im Board stecken. Da sieht man wirklich überhaupt keinen Schatten, also ihr habt gar keine Schattenbildung. Dementsprechend hat es euer Auge auch deutlich leichter, sage ich mal, die Felder anzuvisieren. Das ist, sage ich mal, auch so eine kleine optische Täuschung kann das sein. Wenn ihr zum Beispiel auf ein Board werft, was zum Beispiel irgendwie in eurem Kellerraum hängt oder meistens auch in den Kneipen, sind die Dartboards auch nicht immer optimal ausgeleuchtet. Wenn es jetzt keine professionelle Dartkneipe ist und dann habt ihr manchmal Schwierigkeiten oder euer Auge hat Schwierigkeiten, manchmal die Felder richtig zu erkennen. Gerade wenn es sehr dunkel ist, so, das geht halt auch auf die Augen. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr professioneller spielen wollt, auch euch Gedanken über die richtige Dartbeleuchtung machen. Jetzt bei diesem Plasma Surround bzw. bei diesem Plasma Licht hat man, wie gesagt, diese Vorteile, dass das Board wirklich von allen Seiten schön direkt beleuchtet wird. Und dementsprechend hat man hier wirklich gar keine Schattenbildung. Also das sieht wirklich super aus. Ich wollte euch dazu vielleicht dann gleich noch mal ein bisschen was erklären, wenn ihr zum Beispiel eine andere Möglichkeit sucht, wie ihr euer Dartboard ausleuchten könnt. Ich habe hier jetzt gleich mal ein Bild von mir zu Hause, das blende ich jetzt ein. Da könnt ihr sehen, ich habe hier oben so einen Strahler an der Wand arretiert, der sozusagen direkt auf das Board leuchtet, anstatt einer normalen Wandlampe. Das könnt ihr natürlich auch machen. So ein Strahler, der kostet 20, 30 Euro im Baumarkt. Passt bitte auf, wenn ihr das Ding installiert, also nur unter Aufsicht von Erwachsenen auch vor allem. Man sollte natürlich vorher auch den Strom abstellen etc., damit da keine bösen Sachen passieren. Aber so könnt ihr auf jeden Fall auch euer Dartboard ausleuchten. Ihr könnt auch mehrere Strahler gleichzeitig oben arretieren. Das heißt, dass ihr irgendwie, sag ich mal, das Board mit 2 Strahlern beleuchtet, dann habt ihr vielleicht noch eine bessere Qualität von der Beleuchtung am Board. Es wird natürlich nie so gut werden jetzt wie bei diesem Plasma Surround, weil ich meine, hier haben sich Leute Gedanken gemacht. Dementsprechend kostet es natürlich auch ein bisschen mehr, aber ihr habt natürlich auch langfristig deutlich mehr davon. Wie gesagt, ihr habt keine Schatten, die verursacht werden. Das habt ihr halt teilweise bei den Selfmade-Lösungen wie bei mir jetzt zu Hause. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Genau, ihr findet das, dieses Plasma-Licht bei uns im Shop für 99,95. Weil ihr es seid, gebe ich euch jetzt noch einen Gutscheincode, Darts for Olympia 2024. Alles zusammengeschrieben, damit kriegt ihr nochmal 5 Euro Rabatt. Ich würde es mir auf jeden Fall mal überlegen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, mal so eine bessere Übersicht zu bekommen über Dartbeleuchtung. Wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Wir haben es jetzt ja auch glücklicherweise ab sofort im Büro. Da freue ich mich auch. Und ja, lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Kommentare in die Kommentare. Eure Fragen meine ich natürlich in die Kommentare. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen noch habt zu dem Produkt etc., dann gehen wir da natürlich gerne drauf ein und werden euch da weiter informieren. Lasst ein Abo da, empfiehlt uns euren Freunden. Wir wollen Darts in jedes Wohnzimmer bringen, mit euch und mit MyDartFi. In dem Sinne, good Darts. Kannst du laufen lassen. Kannst du laufen lassen, wenn man dann da raus und du kannst ja jetzt hier kurz zusammen schrauben und dann einen Zeitraffer machst du, Noah, einen Zeitraffer.